Es gibt immer die Spiele einer Spielereihe, die als schwarze Schafe gelten und meistens hat das auch seine Gründe. Trotzdem gibt es unter diesen beliebten Spielen immer Spiele, die man persönlich gar nicht mal so schlecht findet. Und darum geht es auch in diesem Video. Ich stelle euch jetzt ein paar Spiele vor, die ich mag, obwohl sie die Mehrheit eher nicht so gut findet. Viel Spaß! Fangen wir mal mit einer Spielereihe an, die ich, wie ihr mittlerweile wissen solltet, sehr appreciate. Zelda. Mir ist schon oft in Diskussionen über die Reihe aufgefallen, dass es immer ein Spiel gibt, das entweder geliebt oder gehasst wird, und zwar The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ich gehöre tatsächlich zu der ersten Gruppe, was vielleicht auch daran liegt, dass es mein erstes Zelda war und ich dementsprechend viel damit verbinde. Zugegeben finde ich das Spiel aber auch, wenn ich es mir heute noch angucke, immer noch ziemlich gut. Es ist ein direkter Nachfolger zu Zelda The Wind Waker, was man denke ich schnell am Look erkennen sollte. Man steuert Link überwiegend auf den Touchscreen, was natürlich erstmal nach einer katastrophalen Entscheidung klingt, in der Praxis aber mega gut funktioniert. Vor allem bei Dungeon-Items wie dem Bumerang wurde das echt nice umgesetzt und lässt alles ein wenig lebendiger wirken. Und wenn wir gerade beim Thema lebendig sind, will ich nochmal erwähnen, dass ich die Inseln sowie die Charaktere in diesem Spiel Zelda-typisch sehr aufgeweckt und interessant finde. Es macht einfach Spaß, mit seinem Boot durch die Meere rumzufahren und alles zu erkunden. Die Story ist ebenfalls nicht schlecht, zumal es hier gegen Ende noch so eine Art Plot-Twist gibt, aber Hauptaugenmerk ist hier definitiv das Gameplay und die Art, wie das Spiel einen in seinen Bann zieht. Locker an der Top 5 meiner Zelda-Games und unverdienterweise so gehatet. Als nächstes möchte ich gerne auf ein Sonic-Spiel zu sprechen kommen, das nicht gerade viele Fans hat. Sonic und der Schwarze Ritter. Es ist jetzt zwar nicht so, als wäre das mein Lieblingsspiel, aber so scheiße wie alle sagen, ist es meiner Meinung nach auf keinen Fall. Natürlich hat es seine Schwächen. Der Battle-Mode ist ziemlich kacke und die Steuerung lässt auch zu wünschen übrig. Dennoch finde ich den Plot und das generelle Setting des Spiels sehr interessant. Sonic wird von einer Zauberin namens Merlina herbeigerufen, um diese von König Artus zu beschützen, der es auf sie abgesehen hat. Von dieser Zauberin bekommt Sonic das Schwert Excalibur, was hier, warum auch immer, sprechen kann und wird somit zu einem Ritter. Es wirkt jetzt alles ziemlich random, vor allem weil König Artus, der ja eigentlich ein Sagenheld ist, hier die Rolle des Bösewichts einnimmt. Allgemein findet das ganze Spiel in der Zeit statt, in der er gelebt haben soll, also so im 9. Jahrhundert, was schon eine ziemlich coole Atmosphäre hervorbringt und es so denke ich noch nie in einem Sonic-Spiel gab. Diese ganzen Sachen sind zwar sehr skurril, aber ich glaube genau das mag ich an diesem Spiel. Ich kann, um ehrlich zu sein, Leute nicht verstehen, die Sonic-Spiele bemängeln, weil dort nicht auf klassisches Straight-nach-vorne-Rennen geachtet wurde. In diesem Spiel muss man, ähnlich wie in den Werwolf-Leveln in Unleashed, Gegner niedermetzeln, hier halt mit seinem sprechenden Schwert. Wie gesagt, es ist jetzt nichts, was ich 24/7 spielen würde, aber für den Moment hat man, finde ich, schon seinen Spaß damit. Gepaart mit der sehr guten Grafik für Wii-Verhältnisse, der nicen Musik und dem ziemlich stylischen Look ist es für mich halt einfach kein schlechtes Spiel und zu Unrecht von der Fanbase so totgeschwiegen. Ich denke, die ein oder anderen werden sich jetzt wundern, dass ich dieses Spiel mit in das Video nehme, da es schon seine Fanbase hat. Mir kommen aber relativ oft Leute unter, die das Spiel echt kacke finden, was ich so gar nicht verstehen kann. Die Rede ist von Super Paper Mario. Es gibt nicht wenige Leute, die sagen, dass dieses Spiel die Paper Mario Reihe zerstört haben soll, weil es einen anderen Weg eingeschlagen hat. Es ist nämlich vom rundenbasierten RPG zum Jump'n'Run geworden. Wie schon bei Sonic und der Schwarze Ritter erwähnt, kann ich nicht verstehen, wieso Leute Änderungen in einer Spielereihe immer als schlecht abstempeln müssen. Mir persönlich hat dieses Prinzip mehr zugesagt als in den Folgeteilen. Man darf außerdem nicht außer Acht lassen, dass dieses Spiel trotzdem noch ein Level-Up-System mit Werten bietet, ein Item-Inventar, Sidequests und viele andere RPG-typische Sachen. Es wäre, denke ich, unfair zu sagen, dass Super Paper Mario die Reihe zerstört hat, zumal die Story und das 3D-Feature meiner Meinung nach sehr, sehr gut sind. Die Story in einem Satz zusammengefasst: Ein schwarzes Loch droht das gesamte Universum auszulöschen und Mario muss in verschiedene Dimensionen reisen, um das zu verhindern. Das ist, finde ich, einfach nicht mit der Gesichtslosigkeit der Nachfolger zu vergleichen, zumal das hier wirklich nur die sehr, sehr grobe Story war. Es gibt noch diverse Plot-Twists, zum Beispiel, dass Mario in der Story einfach stirbt oder andere Sachen, auf die ich nicht eingehen will wegen Spoiler und so. Es ist einfach ein gutes Spielerlebnis und bietet aufgrund dessen, dass man 4 verschiedene Charaktere spielen kann und 13 Pixel benutzen kann, sehr viel Abwechslung. Pixel sind so kleine Viecher, die verschiedene Fähigkeiten haben. Es ist ein wenig mit den Dungeon-Items aus Zelda zu vergleichen. Ich kann nicht verstehen, wieso SPM von vielen als Untergang der Serie gesehen wird und ist meiner Meinung nach ein grandioses Spiel. So, das waren jetzt erstmal 3 Spiele, die eher am schlechteren Licht stehen, ich aber gut finde. Wie immer basiert das alles nur auf meiner persönlichen Meinung. Wie eure ist, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und tschüss.